Stachel, Spore und so weiter. Die sind im Spiel wirklich sehr gern gesehen, genau wie Heuler und sowas. Echt? Ja. Weil die Pokémon manchmal die Damage drücken, das ist unnormal. Also ich hatte, meine Taktik war so, dem anderen Server alles mit einem Schlag töten. Bevor es mich angreifen kann. Das ist eigentlich auch meine Taktik immer bei Pokémon. Ja. Je früher der Gegner tot ist, desto weniger Schaden kann er machen. Richtig, eigentlich ist Angriff die beste Verteidigung, aber in dem Spiel leider nicht. Ja, ich meine, es hat gut funktioniert. Ich habe den 8. Orden gemacht und ab da funktioniert es nicht mehr. Ja. Da überleben die Angriffe. Kann ich nicht von schon. Ja, das stimmt. Nein, kein Jailweb, oh mein Gott, du wirst mich besiegen damit. Lompi, ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter, weil die ganze Zeit hier in der Ecke rumzugammeln und ja, macht irgendwie, das ist ein bisschen langweilig vielleicht, das stimmt schon. Ich gehe nochmal kurz zu meiner Mutti. Mach das, ich warte gerade hier oben. Boah, jetzt ist mein Radfratz schon Level 6, ey. Ich kann bald in die Höhenregion. Du kriegst aber wirklich fast jedes Pokémon. Also du kannst auch hier in der Ecke, wenn du zum Beispiel Kopfnuss hättest, kannst du sogar einen Panflamm bekommen. Okay. Also du kannst generell hier Pokémon fangen, die bei den verschiedenen Regionen auftauchen. Und die, vor allen Dingen auch Pokémon, die jetzt generell nicht unbedingt hier auftauchen würden. Dieses Rosana, was hier rumrennt, geht mir mega auf die Nüsse. Rosana. Ich hätte gerne ein Frostbeet-Tier. Gibt ja zum Beispiel dann, wie ich es gesagt habe, neben Bertania City links die Route. Mit Nidoran. Da kann jeder hingehen, der Manda hat oder ein Pikachu, weil da kann man nämlich ein Quapsel fangen. Na, das stimmt. Was einem die Probleme im ersten Orden aus dem Weg räumt. Genau, richtig. Man kann auch Mankey da fangen und ja. Ach, da war ein Libor. Spreche ich auch mal an. Es gibt schon eine gute Auswahl an Pokémon hier. Das stimmt. Man kann auch einfach mal so ganz spontan einem wilden Arbok begegnen, so wie ich das hatte. Raichu! Pichu! Das ist ein Pikachu, kein Pichu? Okay. Pichu läuft aber auch. Glumanda, wärme mich bitte, mein Freund, wärme mich. Er ist jetzt schon vorausgegangen. Ist das hier ein wilder Trainer? Ja, das ist ja gar kein wilder. Das ist ein wilder Trainer, oder? Nee. Die Alter, steht ja, der Youngster Bill ist da drüben. Genau, der ist Trainer. Den könntest du auch schon mal bekämpfen. Den mach ich fertig. Ja, nee, ach, warte, hier cool. Ist noch ein Abo, das will ich mitnehmen. Hallo. Ja, das erzählt dir jetzt was Lustiges. Echt? Youngster Bill. Der erzählt dir nur was von wegen, um der Beste zu werden. Wow. Ratz. Ein Bibor. Oh, ich hab schon Glut. War ich aufgefallen. Welchen Level hast du? 7. Ah, mein Squirtle ist auch schon Level 7. Ich kann schon Wasserknarrer. Nee, Aquaknarrer. Wasserknarrer. Yep. Lompi gegen den ersten Trainer. Youngster Bill. Wird er bestehen oder nicht? Das drei Pokémon, der hat wahrscheinlich eins. Folge sehen. Das sieht ja nach der nächsten Maus. Oh, er hat zwei. Er hat einen Bisasam bei mir. Oh, er hat einen Radatata. Und einen Bisasam. Bisasam, aber. Checker. Das kann man ja kontern mit einem Toxic. Oh mein Gott, Ryder Cheddar attacks Pidgey with Tackle. Bin ich auch geil. Bisasam wurde verbrannt. Bisasam stirbt. Wow, ein Bulbasaur Level 5. Mich sieht keiner. Ist mir egal, ich mach weiter mit meinem Pidgey. Guck mal, hier ist ein Grafikfehler. Ist mir jetzt alles aufgefallen. Oh ja. Oh lol, auf. Stimmt, da unten ist das Teil irgendwie ein bisschen falsch. Ja, das Quadrat hier. Das fällt mir jetzt erst auf. Nicht ganz sauber. Also, liebe Leute. Los, besieg jetzt meinen Pidgey. Ich bin immer noch am Leben, Mann. Was ist denn das für ein schwaches Bisasam, ey? Das lässt sich von einem Taubsi kaputt machen. Was schon angeschlagen? Nein, doch nicht. Oh mein Gott, das hat die besiegt. Darf ich jetzt mein nächstes Pokémon wählen? Ich habe auch einen Vogel. Ah, Pokémon muss ich jetzt wahrscheinlich drücken. Come back, Pidgey. Das war doch schon tot.
Das kann ich dir auch mal zeigen. Los, Squirtle, mach deine Tackle. Das ist scheißegal. Ich warte schon. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Bin ich mal gespannt. Yeah, ich hab den Kampf gewonnen. Ich bin ein krasser Dodo. Dodo. 23, 19, 25, 30, 13, 9. Boah, kann man was anfangen. Ich will auch ein Dodo. Super. Hallo. Super. Ja, das kannst du da auch. Das ist schon. Achso. Dann kommen sie mal mit, der Lompi. Ich komme mal mit. Er muss wieder kämpfen, ich gehe schon mal vor. Brauche ich Taubsi? Nö, brauche ich nicht. Adieu. Ja, fliegen kannst du sowieso nicht und wofür brauche ich das dann? Ja, mit den Tauboga kann ich schon. Ja, mit dem Windschnitt und sowas. Schon nice. Ja, wer draufsteht, ich mag's auch. So. Lompi spawnt erstmal. Schön mit Myrapla. Ja, City. Lompi, kommst du mal bitte wieder her? Myrapla, Myrapla. Ja, die dumme junge Dame hier, die gibt dir das sogar, das Myrapla. Echt? Mit? Ich bin da. Hier, kommen Sie mal mit. Ich werde dir was Schönes zeigen. Ja. Einfach schwimmen. Achso, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Musik anmachen von dem Spiel, oder? Oh, guck mal, da unten ist ein Pokéball versteckt. Ja. Hallo. Oh, ein Rare Candy, das ist ja cool. Ich mach mal gerade die Musik ein wenig lauter. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ja, wenn wir auch eben mal was tun. Warte mal. Okay. Aus irgendeinem Grund höre ich nichts. Ich mach bei mir ein bisschen komplett andere Musik rein. Okay. Ach, was benutzen du da für andere Musik? Ich habe gerade einfach eine Playlist bei YouTube gesucht. Ach so, ja gut. So, mach jetzt erst aber ein Spiel die Musik bei mir auf. Schick mal die. Schick mal. Gerne. Dann lass es auch mal laufen. Wenn ich ja gerade mit YouTube gerade beschäftigt bin, wird da trotzdem noch das Spiel aufgenommen, ne? Ja, im Zweifel ist halt Standbild, ne? Ja gut, das ist ja nicht weiter wild. Ja, hast du schon geschickt? Yep. Das war ich. So, jetzt spreche ich mal mit Madeleine. Hiya! I love my English, but I need to go in another direction. For my team, especially because I already have a glut of grass type Pokémon. And I am no grass type Monotonist. Möchtest du das gerne adoptieren? Ach, das ist die Leute. Ah, ja, die kenne ich. Andere Pokémon Let's Player nehmen das ja auch. Weil die, haben keine Copyright. Das ist gerade ein bisschen laut. Ja, die junge Dame will das einem tatsächlich geben, aber. Die möchte dafür, dass du ihr einen Taubsi gibst mit 15 IVs. Ja, das musst du ihr zeigen. Im Angriff und in, ich glaube, Geschwindigkeit. Ja, genau. Wo seid ihr jetzt eigentlich? Ach, da unten? Na, bei Madeleine. Boah, mein Speed ist allerdings ziemlich schlecht von dem IV-Wert. Das ist nur 7, ey. Dafür habe ich aber Attack 21. Ich bin ein richtig krasser Attacker mit dem Ding. Ich gucke jetzt mal, ich fange mal einen Taubs. Ich gehe mal Taubs. Moment, sind die IV, die Werte, die steigen, wenn ich ein Level abbekomme? Nein. Die IV-Werte sind immer von 1 bis 31, glaube ich. Von 0 bis 31. Und die sind Standard, das Pokémon gegeben. Also muss ich jetzt sozusagen ein anderes Taubsi mir fangen, um die Frau da zu beeindrucken. Das wäre vernünftig, ja. Wenn du dann kann ich mir mal richtig am Arsch schrecken, dann fange ich mir lieber mein eigenes Myrapla an. Dann gehe ich zu ihr hin und sage, hier, guck mal, was ich habe. Meistens ist es wirklich besser, wenn du wirklich ein eigenes Myrapla fängst, weil du weißt nicht, was sie für Stats gibt und. Ja, okay, es wäre ja kostenlos gewesen in dem Fall. Das weißt du ja auch beim Fangen nicht, was das für Stats hat. Das ist schon richtig. Ich war schon mal ein Pokémon-Dings. Ich meine, ich habe ja auch meinen Arbok gefangen und es hat im Endeffekt nur zwar 27 Angriff, aber. Ach, wie viele Pokébälle habe ich jetzt eigentlich?
3. Keine Verteidigung und kein Spezialangriff. Ich glaube, die übernehmen sogar dieselben Werte wie die, die du da hast mit deinem Taubsieg in dem Moment. Glaube ich, war was. Ich muss länger, ja, dass ich das mal angenommen habe. Ich muss mal gerade gucken, wo hier ein Quapsel ist. Ho! Wow, GUI Skill auf volle Pulle drehen ist ein bisschen scheiße. Ein wildes Habitat. So. Aber man ist gut, trotzdem ein bisschen größer machen, damit man da auch am Ende was lesen kann. Ja. Jo, mein Charmaine, das Level 8. Nice. Kriegen wir auch irgendwo die Turbo-Treter oder so? Nein, nee. Ah, scheiße. Du kriegst keine Turbo-Treter, du kriegst keinen EP-Teiler. Fliegen hat keinen Sinn. Stattdessen hast du Schaufler, was ziemlich nützlich sein kann. Du hast Surfer, ganz klar. Jo, das ist so der Standard. Oh mein Gott, mein Bildschirm ist gerade rot geworden. Warum ist mein Bildschirm rot geworden? Weil es, ja. Das ist auf der Tageszeit. Ab 15 Uhr geht die Sonne unter, weil wir haben ja Winter. Ja. Okay. Ist ungefähr. Dann gehe ich mal in den Pokémart. Brauche ich Nidoran? Ja, eigentlich nicht. Doch, du brauchst einen Nidoran. Ich hatte doch schon einen. Das ist auf dem blauen Server. Okay. Sogar Nidoking. Dann bist du entlassen. Ei, ei, Kapitän. Weil du kannst hier einiges fangen auf dieser Route, auf der Route 22, wo wir hier gerade sind. Richtig. Ich habe ja schon ein bisschen was getroffen. Ein Dodo! Ich hab ein Dodo! Ja, das zum Beispiel. Oder ein Hut. Ja, Noctu schon ziemlich nice. Und Menki, und da, es gibt auch ein bisschen seltener, aber es gibt auch Ponita. Ich rüste meine Pokémon erstmal schön mit Bären aus. Ui, ich hab gut. Ich hab, ja. Ich zeig dir mal das Dodo, was ich gerade bekommen habe. Ich hab gerade ein. Wo seid ihr? Wir sind nach links gegangen vom Pokémon-Center aus. Hoppala! Gut. Ich hab dich jetzt gerade versehen. Also, er geht gerade Richtung Pokémon. Sorry. Hey, ich bin auch auf dem Pokéliga, genau. Ja, genau, Pokéliga. Du musst nochmal kurz annehmen. Hammer. Was? Du hast mich gerade rausgeschmissen. Ja, versehentlich. Ich wollte eigentlich auf Message drauf. Warte, ich muss hier gerade noch campen. Achso. Beziehungsweise, ich fange jetzt einfach mal Ponita an. Wo seid ihr denn? Ach, da oben. Ja, von der Stadt. Du bist gerade hier bei uns. Da wo der Typ mit dem Latios. Oh, ein Habitat, das ist ja toll. Ist ein Habitat toll, ja. Naja, kann man besiegen, sag ich mal. Außerdem kannst Schnabel von Anfang an. Und Schnabel ist eine ganz coole Attacke, muss ich mal sagen. Und du kriegst von Habitat und so Speed. Also EV-Wert auf Speed. Okay. Du hast ja drei Werte, wenn du auf deinen Pokémon draufklickst. Mhm. Einmal IV, EV und die normalen Standardwerte. Also normalen Stats. Ja. So, und die IV-Werte, also 4, 30, 26, 31 und sowas, das sind die Standard bleiben, die jedes Pokémon von Anfang an schon besitzt. Mhm. Hat unterschiedliche Werte, aber es besitzt von Anfang an. Und die EV-Werte sind quasi dazu da, um die Pokémon noch stärker zu machen. Und die kannst du trainieren. Die kannst du auch mit Bären wieder runtersetzen, damit du die richtigen Punkte kriegst, die du haben willst. Aber die muss halt trainieren und das ist dann schon eine Heidenarbeit. Und Habitat, Taubsi oder allgemein die Flug-Pokémon geben dann immer Speed dazu. Ja. Gibt's auch extra Listen für. Ja, ich kann noch nicht, ich muss noch. Achso. Jetzt habe ich Habitat gefunden. Gefangen, ja, meine ich. Ich hatte natürlich jetzt nicht so wirklich, ich muss die ganze Zeit Pokébälle werfen. Ah, sehr gut. Ich habe die ganze Zeit Polita mit Pokébällen geworfen. Ja, jetzt kannst du mal was schicken. Ich werde mir noch ein zweites Habitat fangen, was ein bisschen stärker ist. Mal gucken, dann kann ich auch mal vergleichen, welches cooler ist. Hast du eine Anfrage bekommen? Nee, aber ich habe eine Nachricht von dir bekommen. Ich hab dir doch gerade einen geschickt. Warte mal. Mach aber jetzt nicht jetzt. Ah, oh, okay. Dann machen wir es so. Hä? Was denn? Du bist nicht in der Liste drin, warum? Warte mal. Das war noch nicht akzeptiert bei mir. Und wie ist das gerade für Speed?
Ne, Special Attack, ne, Special Death. Ich mach grad den Kaffee zu Ende. Das ist tatsächlich ein besseres Pokémon hier irgendwie.